In diesem Film zeigen wir Ihnen den Austausch des Bilstein B4 Luftfedermoduls an der Vorderachse des Porsche Cayenne 958. Bitte halten Sie sich strikt an die im Film gezeigten Anweisungen. Luftfedermodule sollten stets paarweise getauscht werden. Beachten Sie unbedingt die Herstellervorgaben, wie etwa zur Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern, sowie die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Für den Austausch der Luftfedermodule ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers zwingend erforderlich. Bei Luftfedermodulen handelt es sich um Links-Rechts-Teile. Überprüfen Sie die Zugehörigkeit vor der Montage. Nehmen Sie das Luftfedermodul aus der Verpackung und kontrollieren Sie es vor der Montage. Bitte beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung und überprüfen Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum. Messen Sie die Länge des Bilstein-Luftfedermoduls und vergleichen Sie diese mit der angegebenen Mindestlänge in der Montageanleitung. Vor dem Ausbau des Luftfedermoduls wird die Fahrzeughöhe von der Radnabenmitte zur Kotflügelunterkante gemessen und notiert. Achtung, dies ist nur bei nicht zerstörter Luftfeder möglich. Deaktivieren Sie die Niveauregulierung. Das Fahrzeug befindet sich nun im Wagenhebermodus. Heben Sie das Fahrzeug an den vom Hersteller vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an. Kontrollieren Sie das gesamte Fahrwerk eingehend auf Schäden. Achten Sie hierbei besonders auf die Fahrwerklagerungen. Schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Entlüften Sie das Luftfedermodul vollständig mit Hilfe des Diagnosegeräts. Schalten Sie die Zündung aus. Ziehen Sie bei Arbeiten am Luftfedermodul stets den Zündschlüssel ab. Demontieren Sie die Räder. Demontieren Sie die Verkleidungen und legen Sie die Befestigungspunkte des Luftfedermoduls frei. Lösen Sie die Steckverbindung der elektronischen Leitung aus der Halterung und trennen Sie diese. Überprüfen Sie die Leitung und Steckverbindung auf eventuelle Schäden. Demontieren Sie die Befestigungsmuttern am Luftfedermodul oben und nehmen Sie den Ring ab. Tragen Sie bei Arbeiten am Druckluftsystem unbedingt die notwendige Schutzausrüstung. Reinigen Sie den Druckleitungsanschluss oben am Luftfedermodul. Lösen Sie die Druckleitung vorsichtig oben am Luftfedermodul, bis Sie das Geräusch ausströmender Luft wahrnehmen und warten Sie, bis sich der Restdruck vollständig abgebaut hat. Demontieren Sie anschließend die Druckleitung vollständig und verschließen Sie diese. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Lösen und entfernen Sie vorhandene elektronische Leitungen und Halter vom Achsschenkel. Im nächsten Schritt wird die Mutter vom Kugelzapfen am oberen Querlenker gelöst, aber nicht vollständig demontiert. Die Mutter wird zum Schutz des Gewindes bündig auf dem Zapfen belassen. Demontieren Sie die Koppelstange. Demontieren Sie anschließend die Mutter der unteren Befestigungsschraube des Luftfedermoduls. Die Schraube verbleibt im Querlenker. Drücken Sie den Kugelzapfen mit einem geeigneten Werkzeug vom Sitz des Achsschenkels ab. Demontieren Sie die Mutter und schwenken Sie den Achsschenkel zur Seite. Entfernen Sie die untere Befestigungsschraube und entnehmen Sie das Luftfedermodul. Der Einbau des neuen Luftfedermoduls erfolgt analog zum Ausbau in umgekehrter Reihenfolge. Achtung! Alle beweglichen fahrwerksrelevanten Schraubverbindungen an Lagerungen werden erst im fahrfertigen Zustand in K0-Lage festgezogen.
setzen Sie das neue Luftfedermodul ein und montieren Sie die untere Befestigungsschraube handfest. Schwenken Sie das Luftfedermodul nach innen und montieren Sie den oberen Querlenker. Montieren Sie die Koppelstange. Verschrauben Sie das Luftfedermodul mit dem unteren Querlenker. Montieren Sie vorhandene Kabel und Halter am Achsschenkel. Lösen Sie die Verschlussschraube am Druckleitungsanschluss des Luftfedermoduls und entfernen Sie diese vorsichtig. Entnehmen Sie den mittig eingesteckten Halter des Schneidrings. Erneuern Sie die Verschlussschraube und den Schneidring auf der Druckleitung des Fahrzeugs. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Schneidrings. Montieren Sie die Druckleitung am Luftfedermodul. Beachten Sie bei der Montage unbedingt das vom Hersteller vorgegebene Drehmoment. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu drehen oder zu quetschen. Montieren Sie den Ring mit den Muttern der oberen Befestigung des Luftfedermoduls und bringen Sie zuvor demontierte Bauteile wieder an. Beachten Sie unbedingt die Herstellervorgaben, wie etwa zur Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern, sowie die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Verbinden Sie die Steckverbindungen der elektronischen Leitungen am Luftfedermodul und fixieren Sie diese am zugehörigen Halter. Achtung! Lassen Sie das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung vollständig von der Hebeeinrichtung ab. Schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Befüllen Sie das Luftfedermodul mit dem Diagnosegerät nach den Herstellervorgaben. Überprüfen Sie den Druckleitungsanschluss auf Dichtheit. Die Dichtheit des gesamten Systems muss unbedingt gewährleistet sein. Montieren Sie die Räder fachgerecht. Lassen Sie das Fahrzeug bis zum ersten Bodenkontakt der Räder mit der Hebeeinrichtung ab und starten Sie den Motor. Deaktivieren Sie den Wagenhebermodus. Lassen Sie den Motor mindestens 2 Minuten laufen und senken Sie das Fahrzeug anschließend bei laufendem Motor auf das zuvor ermittelte Maß oder auf den Serienhöhenstand ab. Aktivieren Sie den Hebemodus des Fahrzeugs. Warten Sie, bis sich das Fahrzeug selbstständig von der Hebeeinrichtung anhebt. Erst danach ist ein vollständiges Ablassen der Hebeeinrichtung zulässig. Montieren Sie die Verkleidung im Motorraum. Ziehen Sie die beim Umbau gelösten Schraubverbindungen der Lagerungen erst im fahrfertigen Zustand in K0-Lage fest. Beachten Sie hierbei die Vorgaben und Drehmomente des Herstellers. Führen Sie nach Arbeiten am Fahrwerk grundsätzlich eine Achsvermessung durch. Bilstein. Drive the Legend.